So, hallo liebe Wains. Boah, ich bin voller Haare, ich muss mich erstmal enthaaren. Wenn man gerade noch mit dem Hund gekuschelt hat und dann plötzlich denkt, man wollte ja noch kochen und ein Kochvideo mitfilmen, ne? So, kommen wenigstens ein paar Haare weniger ins Essen. Kann noch sein, dass hier Flecken drauf sind, dürft ihr nicht beachten. Ist halt der Hausklamotte. So, dann noch mal von vorne. Hallo, liebe Wains. Ich begrüße euch herzlich zu einem neuen Video von mir. Denn euch interessiert, wie ich meinen Grünkohl mache und Topping für meine Linsensuppe. Obwohl eigentlich stimmt das nicht, das kommt beides in den Grünkohl. Oder ja, wir machen nur den Grünkohl heute. Wir wollen ja nicht übertreiben. Ich will euch ja nicht überfordern. Machen wir direkt mal einen Screenshot für die Vorschau. Ja, wir brauchen eine Pfanne. Die kann wieder weg. So, wir brauchen für den Grünkohl einmal Tiefkühlgrünkohl. Dann habe ich hier vegane Schinkenwürfel. Ich bin sehr gespannt von Billy Green. Wir brauchen eine Zwiebel. Eigentlich brauchen wir auch Suppengemüse, aber ich habe keins, ne? Ich habe einfach kein Suppengemüse mehr. Habe ich alles in die Linsensuppe geballert. Und ich glaube, hier ist auch nichts, was man brauchen kann als Suppengemüse. Ne. Ruhe. Also, gib es mal. Basic Grünkohl ohne alles. Ja, Kartoffeln brauchen wir. Da nehmen wir mal 2, 4, ich glaube 6 Kartoffeln ist ein gutes Verhältnis zu der Packung Grünkohl. Und wir fangen als erstes an, indem wir in der Pfanne mal die veganen Schinkenwürfel mit den Zwiebeln andünsten und wir machen heute mal Completo Vegano und deshalb nehmen wir Öl. Und zwar das gute Rapsöl. Und womit würzen wir denn den Grünkohl? Wir schauen mal. Ich tue einfach mal Fenchel dran. Könnte ein bisschen guten Geschmack geben. Dann tun wir Kümmel dran. Und hier dieses Umami-Gewürz. Bin mir nicht sicher. Ich mache das einfach leer. Das sind so neben Salz und Pfeffer so meine Würzmittel hier. Und wir fangen einfach mal an, indem wir, ich bin wie so ein Arzt hier so, ne? Aber man sagt automatisch wir, um eine Verbindung herzustellen zwischen sich und dem Zuschauer. Ich glaube, das ist gar nicht so unnormal, wenn ein Arzt wir sagt. Ich glaube, ich würde als Arzt auch wir sagen. Müsste man mir echt schlimm abtrainieren. Erstmal Zwiebel schälen und in Würfelchen schneiden. Wir brauchen auch noch Gemüsebrühe, habe ich eben vergessen. Die brauchen wir aber erst später. So, einmal Wurpel.
hin. Schweinealarm, die denken immer, alles, was am Kühlschrank passiert, ist für sie, ne? Ja, von wegen. So, Zwiebel klein geschnitten, die kommt in die Pfanne. Dann tun wir da einen Schuss Öl bei. Schuss. Und hier die veganen Schinkenwürfel. Tun wir zwei Päckchen von, die sind bis 14.01. haltbar. Habe ich noch nie gehabt. Ich bin da sehr gespannt drauf. So, die sehen, die riechen lecker rauchig und sehen so aus. Ich weiß nicht, ob ihr da irgendwas scharf sehen könnt. Wir machen beide auf. Schmecken lecker. Auf Basis von Weizenprotein. Ich hoffe, man kann die überhaupt knusprig braten, dass die nicht zerfallen. Wir werden sehen. Und während die dann hier anbraten, wir machen mal auf 6, nicht übertreiben hier. Man weiß nicht, wie die Schinkenwürfel reagieren werden. Und währenddessen schälen wir die Kartoffelchen. Angetaut ist. Ich habe den schon länger draußen. Ne, der ist noch ziemlich hart, aber das macht nichts. Wir tun sowieso Wasser dazu. Ich würde sagen, gut den Boden bedeckt und Gemüsebrühe. Ich gucke mal, ob ich noch irgendwas hier habe, was grünkohlmäßig ein bisschen Geschmack noch geben könnte. Ich habe Rotkohl gewürzt. Ne, das Licht riecht leider nach Rotkohl. Kann ich nicht für. Nee. Das kann man alles nicht nehmen. Das schmeckt alles nicht zu Grünkohl. Bohnenkraut könnte man ein bisschen noch dran tun. Ach warte, ich lasse das mal so. Wir machen heute mal ganz clean. Ach ja, fast clean. Gemüsebrühe. Nach Gefühl. Da kann ruhig einiges dran, denke ich. Denn sowohl Kartoffeln als auch Grünkohl brauchen Geschmack. Hier diese Zwiebelspeck. Pseudo-Speck-Schinken-Mixtur ist auch fertig. Kann man jetzt nichts gegen sagen, ne? So, stellen wir das mal hier hin und machen mal auf 8. Mir ist noch was eingefallen, was man noch dran tun könnte. Ich habe doch irgendwie so was wie... Ich habe doch sowas wie Rauchpaprika. Ich glaube, Rauchpaprika könnte noch einen guten Geschmack bringen. Und vielleicht auch noch
Petersilie. Die habe ich tiefgefroren. Da tue ich auch jetzt noch eine ordentliche Portion von rein. Ich glaube, das hier richtig so ein Brocken. Ich glaube, das könnte gut passen. Aber dann ich mal kein Tiefgemüse mehr habe, ne? Nee. Hier unten ist keins und hier oben. Erbsen kann ich nur bieten an Gemüse. Noch mehr Erbsen. Nee. Das wird nichts. So, und dann lassen wir dies hier, dieses schön einköcheln und schmilzen. Und wir sprechen uns wieder, wenn die ganze Sache richtig schön sämig ist. Ich sage euch dann mal, wie lange es gekocht hat. 13.40 Uhr haben wir jetzt. Und dann sehen wir uns zum Abschmecken. Ich denke, ungefähr in einer halben Stunde wieder. Ich überlege die ganze Zeit, was man da noch dran tun kann. Was so ein bisschen Sellerie-Geschmack hat oder so. Oder Möhrengeschmack, aber ich habe nichts. Grünkohl braucht auch immer ein bisschen Zucker, fällt mir ein. Bei mir zumindest. Ich tue mal zwei Zuckerwürfel ran. So, jetzt lassen wir das vor sich hinschmurgeln. Ist ja eine meiner liebsten Küchenwörter. Schmurgeln. Ach so, ich wollte ja noch würzen, genau. Erstmal würzen und dann nachwürzen. Dann tun wir direkt schon mal dieses Umami ran. Das mache ich leer. Das kaufe ich auch nicht normal. Das war irgendwie so eine Sache, da wusste ich nie, wofür nehme ich das denn jetzt genau. Jetzt tun wir das einfach alles hier rein. Zack. Aber so der Brüller war das für mich nicht. Ach, das ist Kreuzkümmel. Ne, Kreuzkümmel schmeckt da nicht rein. Ich brauche echt einen Kümmel. Ich tue einfach Pizzagewürz noch mit dran auch. Da ist ja auch ein bisschen Tomate drin. Ein bisschen Pizzagewürz dran. Echten Kümmel. Und Fenchel. Na, das soll wohl was werden, Leute. Das soll wohl was werden. Dann in die Spülmaschine. Jetzt einmal hier umdrehen. Und in einer halben Stunde treffen wir uns zum Abschmecken. Zack. Der Grünkohl hat jetzt schön gekocht. Ich habe übrigens noch meinen Rest Miso-Paste reingetan als Geschmacksträger. Da war noch ungefähr ein Teelöffel drin. Und ich bin auch froh, wenn die jetzt weg ist. Und die Kartoffeln müssten jetzt auch gut sein, die ich klein geschnitten habe. Ja, mal probieren. Und jetzt kommen die Sachen da rein und damit sich der Geschmack so richtig schön verbindet, nochmal bei kleiner Hitze, ich nehme mal Stufe 4, nochmal 20 Minuten schmurgeln, denn Grünkohl muss ja etwas länger schmurgeln, damit da der optimale Geschmack ans Tageslicht kommt. Ich sage euch ganz ehrlich, ich bin mir gar nicht sicher, ob ohne Suppengrün das überhaupt genießbar sein wird. Aber
gegessen würde trotzdem, ob es genießbar ist oder nicht, ne? Ist das jetzt irgendwie logisch? Nee, ne? Egal. Also dieser vegane Speck, vegane Schinken, der riecht irgendwie so ganz merkwürdig. So eine Mischung aus lecker und fies. Weiß es nicht, ne? Also es kann sein, dass das eine große Katastrophe geschmacklich wird. Wir werden sehen. Jetzt wird es nochmal 20 Minuten ungefähr leise vor sich hin köcheln, damit sich die ganzen Aromen schön verbinden können. Uah. Grünkohl gehört auch zu den Sachen, die ich zu meiner Kindheit irgendwie nur aus dem Glas kannte und was mir auch nie geschmeckt hat. Und dann hat mein Mann Jochen mir gezeigt, wie man richtig leckeren Grünkohl macht. Und der war immer so fantastico, ich sage es euch. Aber natürlich mit Schweineschmalz. Und Mettwürstchen, die dann so richtig da drin gelegen haben und ihr Aroma richtig abgegeben haben. Das ist natürlich bei dieser veganen Variante hier alles nicht der Fall. Aber ich hoffe natürlich, es schmeckt trotzdem. Also Grünkohl gehört zu den Gerichten, die ich erst als erwachsene Frau richtig schätzen und lieben gelernt habe. Und ich mache mir momentan morgens immer einen Leberdrink, quasi zur Reduzierung der Fettleber. Ich habe nur minimal einen Leberwert nur minimal erhöht, aber ich will den natürlich auch in den richtigen Bereich kriegen. Und da habe ich im Internet ein Rezept für einen Fettleber-Entfettungsreduziert-Smoothie gesehen, der aus Grünkohl, Heidelbeeren und Kefir besteht, und den mache ich mir jetzt morgens immer. Ich hätte gerne so tiefgefrorenen portionsweise Grünkohl, den finde ich aber nirgendwo, immer nur diese Blöcke. Also mache ich das mit frischem Grünkohl, muss ziemlich lange mixen dann, damit das überhaupt ein bisschen aufgebrochen wird alles. Schmeckt nicht fies, nicht gut. Schmeckt okay, und ich bin dann gespannt, ob in 3 Monaten auch mein letzter Leberwert wieder im grünen Bereich ist. Alle meine anderen Blutwerte sind sehr gut. Ja, wie gesagt, in 20 Minuten schmecken wir ab, und ich räume jetzt mal eben hier schon mal auf. Pfeffer muss auf jeden Fall noch dran. So, jetzt treffen wir uns zum Abschmecken. Leute, haltet mich nicht für verrückt, aber ich denke, vielleicht fehlt mir die Cremigkeit in dem Grünkohl von dem Speck und den Würstchen und dem Schmalz. Und ich habe mir überlegt, vielleicht kann man ja eine Avocado zerquetschen und da rein tun. Aber ich weiß noch nicht, ob ich das machen werde. So, erstmal auf 0 schalten, ne? So. Und jetzt kommt auch noch etwas Pfeffer dran. Was hat heiß? Hot. Eine kleine Menge aufs Probiertellerchen. Jetzt bin ich
gespannt wie ein Flitzebogen. Ich habe zwischendurch schon wieder im Sessel gelegen und mich ausgeruht und habe einen Film geguckt. Wie hieß der nochmal? Von den Obamas produziert, Chefproduzenten mit Julia Roberts und Kevin Bacon. Von letztem Jahr oder sogar diesem Jahr. Diesem Jahr glaube ich sogar. Never Look Back oder so. Weiß ich nicht mehr genau. Der war echt schlecht. Am Anfang habe ich gedacht, der war spannend, aber dann waren die Special Effects so schlecht und die Leute haben sich so blöd verhalten. Und jetzt habe ich mit Extinction angefangen. Und ja, mal gucken, ob das besser wird. So, jetzt probieren wir mal. Ja, ich wollte erst mal zeigen, wie es aussieht. Schmeckt fremdartig, da ganz anders gewürzt als sonst. Aber durchaus essbar. Aber ich muss euch ehrlich sagen, mir fehlt doch was Süßes da dran. Fehlt noch ein bisschen was Süßes. Also Avocado kann ich mir schenken, da fehlt mir keine Cremigkeit. Aber wo ist er denn? Schon mal etwas Balsamico-Essig. Der ist ja auch leicht süß. Und der könnte den ausgleichenden Faktor haben. Ist ziemlich pikant geworden, wahrscheinlich durch die Rauchpaprika. So. Nochmal ein Probiertellerchen. Ich glaube, das ist sehr gut essbar. Also ich mache jetzt keine Juchi-Juchzer, ne? Das hat gefehlt. Keine Juchi-Juchzer, weil ganz eindeutig der Mettwurst, die Mettwurst fehlt und das Schweineschmalz. Aber durchaus lecker. Veganer Grünkohl mit Schinken. Kann man empfehlen. Würde ich im Restaurant mit Behagen essen. Und diese Menge wird mich hier etliche Tage über Wasser halten. Lecker. Ja, sehr gut. Wenn ihr Tipps habt für vegane Grünkohlrezepte, mit dem Fenchel dran ist auch fein. Dann könnt ihr mir die gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten freue ich mich, dass ihr dabei wart bei meinem veganen Grünkohlexperiment. Schulnote würde ich sagen 3+. Also ist jetzt nicht das 9+Ultra, ist nicht eine 1 mit Sternchen, ist aber auch keine 4. Ist eine gute 3 mit dem Weg zur 2. Also da müsste ich nochmal schauen, ob man vielleicht irgendwie vegane Würstchen auch vielleicht noch braten könnte und da drunter tun. Das könnte noch eine Möglichkeit sein. Aber so durchaus essbar. Ja, liebe Brains, bleibt mir gewogen und wir sehen uns bald wieder.